Hallo, ich heiße Stavros Diamandakis und ich möchte Sie recht herzlich einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute zeige ich Ihnen eine Goetz-Kamera, eine Goetz-Taschen-Denax. Die Kamera ist um etwa 1912 bis 1925 gebaut worden. Und die Geschichte der Firma Goetz fängt so an: mit 1886 ist die Firma von Karl Paul Goetz als Versandhaus für mathematische Instrumente in Berlin gegründet. Später, mit der Vergrößerung der Firma, nannte sich Karl Paul Goetz Spezialfabrik für fotografische Amateurapparate. Zuerst wurden Objektive gebaut, danach Kameras, und mit der Erfindung des Schlitzverschlusses des Fotografen Ottomar Anschütz um 1890 begann eine neue Ära, weil die Verschlusszeiten mit 1000stel Sekunde möglich waren. Goetz sicherte sich für diesen Verschluss die Alleinherstellungsrechte und bald wurden die ersten Schlitzverschlusskameras der Welt produziert. Es war natürlich die Geburtsstunde für die Goetz-Anschütz-Momentkamera, eine Kameratyp, der sehr schnell und vor allem in der Reportagefotografie eingesetzt wurde. Goetz hat auch verstanden, die Lizenzen für Großbritannien und die Kolonien zu bekommen, aber auch von der österreichisch-ungarischen Monarchie mit diesem riesengroßen Absatzgebiet zu bekommen. Und so erlangte das Unternehmen Weltruf. Die neu gegründete Optikabteilung mit fast 12.000 Angestellten spezialisierte sich auch auf militärische optische Geräte. Großaufträge blieben natürlich nicht aus und Goetz war weltweit der größte Hersteller für militärische Optik. Das natürlich kam später zu Problemen, weil nach dem Ersten Weltkrieg verbot das Versailles-Vertrag den deutschen Firmen die Herstellung von Industriegütern für Militär. Zu diesem Zeitpunkt beschäftigte die Firma natürlich die 12.000 Angestellten, aber sie haben den Anschluss für die Produktion von Friedensgitter einfach verpasst. Und natürlich riesengroße Probleme machten sich bemerkbar. Ein Journalist der damaligen Zeit schrieb in einem Kommentar: der Unterschlupf bei der Neugründung von Zeiss Icon war die rettende Idee. Und dieser Satz sagt eigentlich alles. Diese Denax-Kamera ist eine Spreizenkamera, eine Klappkamera. Durch Druck wird die Kamera ausgeklappt. Die Gehäuseentfernungseinstellung wird durch diese Spreizen hergestellt, was absolut sicher ist, dass die Platte von der Filmplatte absolut parallel läuft. Das Gehäuse ist aus Metall, lederbezogen, Lederbalken. Diese starre Konstruktion hat ein Objektiv, ein Dogmar mit 100 mm Brennweite. Der Verschluss ist 1/200 Sekunde und die Kamera hat natürlich auch zwei Sucher, die ausklappbar sind, was für Sportaufnahmen oder für Schnellaufnahmen sehr nützlich sein kann. Das schaut so aus. Das Format ist 6x5x9 cm und das ist für Glasplatten. Und eine kompakte Kamera. Man kann sie auch verwenden für Filmpacks und
Die Entfernungseinstellung immer mit Hilfe von diesen zwei Scheren wird von Gehäuse aus eingestellt. Alle Einstellungen sind in der Frontplatte möglich und an für sich eine kompakte Kamera, stabil und vor allem schnell bereit für schnelle Aufnahmen. Das war alles über die Kurzkamera. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen bis zum nächsten Video.